Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei meinem Kanal. Wie repariere ich einen PS4-Controller, der einen Defekt zum Beispiel hat, dass er sich mit der PS4 nicht mehr verbindet oder dass er nicht mehr lädt. Dazu zeige ich euch erstmal einen, der funktioniert. Ich verbinde ihn hier mit einem Ladekabel. Ich habe das mal hier vorbereitet. Wir sehen, er leuchtet orange. Er hat das Gerät erkannt. Okay, nun den Defekten. Wie ihr seht, passiert nichts. Er ist einfach defekt. Okay. Dazu bauen wir ihn jetzt auseinander. Wir lösen diese vier Kreuzschrauben. Flachbandkabel hier aus dieser Halterung gelöst und nun tun wir weitere Teile abbauen. Einmal den Akku. Ein weiteres Flachbandkabel. Da ist hier so eine Lasche, da zieht man dran. Dann ist das schon mal ab. So, dann lösen wir eine weitere Schraube hier, um die Platine zu lösen. Und können dann das untere Teil des Controllers abbauen. Wobei wir aufpassen müssen, dass dieses Flachbandkabel, das sich dann verhakt, da rauskommt. So, nun haben wir diese Teile gelöst. So, die Platine ist hier noch mit vier Halterungen befestigt. Die kann man einfach hier mit dem Schraubenzieher so ein bisschen wegklappen und dann kommt die Platine von alleine hoch. So, jetzt haben wir hier die Platine. Wir machen diese Stopfen ab. So, jetzt sind die Platine nur noch hier an diesen Kabeln festgelötet, an den Motoren. Die löten wir jetzt noch raus. So, nun löte ich die Kabel aus. Einfach dazu mit einem SMD-Lötkolben einfach hier den Lötpunkt erwärmen und schon gehen die Kabel ab. Keine Hexerei, das kann jeder. So, und schon sind die Motoren abgelötet und ich habe meine Platine frei. Nun kommt die nächste wichtige Sache, ist, ich muss diese Plastikteile alle mit Alufolie schützen, weil wir sie ja bei 200 Grad im Backofen jetzt backen, diese Platine. Platine in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad. In meiner Videobeschreibung sage ich euch, wie lange ihr die Platine backen müsst. Ich habe jetzt das Teil aus dem Backofen geholt. Jetzt kann man das wieder anfassen. Kann man die Aluteile entfernen. Und wir sehen, die Plastikteile sind alle noch in Ordnung, funktionieren wunderbar. Ist also alles noch in Ordnung. Das Einzige, was in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist dieses weiche Schaumstoff oder Schaumgummi. Aber das ist nicht weiter dramatisch. Und auch hinten die Bauteile, Kunststoffteile sind alle noch in Ordnung. So, nun baue ich den Controller wieder zusammen. Ich löte wieder die Motoren dran und das Ganze schauen wir uns in Zeitraffer an. So, nun testen wir, ob unsere gebackene Platine wieder funktioniert. Und wir sehen, das orange Licht ist da. Ich hoffe, euch hat mein Video überzeugt.
Ich übernehme allerdings keine Gewährleistung, dass es klappt. Ja, wenn ihr die Controller auseinanderbaut, gibt es auch keine Garantie mehr von Sony. Also Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.